Was? Barello heißt Roy? Zieht euch warm an. Zieht euch warm an. Wallah, ich musste sogar Sachen lügen, bei Allah, die gar nicht stimmen. Okay, und ich erfahre, du bist im Knast. Was bringt mir das, wenn ich dir schreibe? Deswegen schwitzt du. Statt bei deinen Kindern zu sein, bist du hier. Afghanistan, hier. Amonaskoy, was suchst du da? Ey, geh, willst du mich verarschen? Raus. Ey, raus, raus, raus. Raus, unfassbar, in einem afghanischen Laden. Will der Typ Bio-Qualität? Digga, da gibt's nur Sprengstoff und Granaten. Ey, Coach. Ladies and Gentlemen, Habibis, ich küsse eure Herzen. Dankeschön fürs Einschalten. Willkommen in unserem Kinosaal. Ich wünsche euch erstmal einen guten Appetit. Wir gehen sofort in die Sache rein. Es ist einiges passiert. Nebil hat gestern anscheinend ein Statement abgegeben, dass er sehr krass enttäuscht von Barello ist. Jetzt hören wir uns endlich mal gleich Nebils Seite an. Bevor wir uns Nebil anhören, gehen wir erstmal in die Kurzclips rein. Und zwar hat Arafat so eine Ansage gemacht. Passt auf. Wir werden noch zu diesen kompletten Videos kommen, aber bevor wir zu den kompletten Videos kommen, schauen wir uns doch mal an, was Barello, auch ein kleines Statement über Momo News und Ozan gibt. Ozan war ja lange nicht mehr da, aber... Momo News betrifft. Was sagst du denn über Momo News? Als Mensch? Ich bin dir ehrlich. Am Anfang habe ich kennengelernt, ich dachte so, voll der Korrekte, voll der Nette. Obwohl die Leute, guck mal, weil meine Leute, auch wenn die mich manchmal beleidigen und so, ich nehme das nicht ernst, wenn die mich beleidigen. Ne? Weil guck mal, wenn meine Leute mich beleidigen, dann haben die einen Grund. Die Leute immer, wenn ich mit denen live gegangen bin, die haben immer gesagt, raus, 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 bitte raus, bitte raus. Eigentlich bei niemandem. Oh, egal, wenn ich reinhole, auch wenn einer schlimmste Shitstorm hat, ne? Egal, was ein Hater hat. Wie die Leute, die haben gar keinen Bock auf ihn, ne? Ich dachte mir, warum? Was sehen die? Weil die Leute können nur sehen, nur. Die gucken diese nur, weißt du? Einer kann beleidigen, guck mal. Er meint nur. Er sagt nur. Ich hab verstanden, nur. Du kannst mich zum Beispiel beleidigen, aber die Leute können dich feiern, weil du hast diese nur, so, weißt du? Nur heißt das, nur, ja, nur, nur. Nur, nur, genau. Nicht nur, ja, Hobby, nur. Genau, aber bei ihm, haben sie das gesehen, bis ich irgendwann gecheckt hab, da war falsch und so, da versucht mich auszunutzen, wallah. Bei vielen Sachen. Ja, wallah, ja, ja, wallah. Und er hat sich auch gefreut, wo du weg warst, ne? Natürlich. Aber was ich bei Momo News nicht verstehe, Bruder. Eine Sache kann ich euch bestätigen, ne? Lasst die mal ihre Verschwörungstheorien machen, ja? Im Endeffekt wissen wir alle nicht, woran es lag. Ich meine, der eine hat zum großen Teil gesagt, was ich auch glaube, dass das was mit den Medien zu tun haben, dass die einfach Barellos Gesicht-Accounts nicht mehr haben wollten. Barello sagt, es lag am Momo News, am Nino. Und ich kann euch aber eine Sache sagen, dass sich wirklich sehr viele gefreut haben, als Barello weg war. Sehr, sehr viele. So ist das halt. Das ist ein ekelhaftes Game, Digga. Er hat versucht, mich, Dings, wie nennt man das? Und jetzt sagt er, glaube ich, Dings, mich angerufen, hat er versucht, mich anzurufen. Und warum ich Account mache, warum ich dies, warum ich das, warum Farah Dubai mir ein Account geklärt hat, weil dieser Account ist von Farah Dubai. In was für, ich kriege die ganze Zeit rein, aber ich habe diese Sachen im Kopf, die ich immer mit euch teilen muss und deswegen sage ich euch mal eine Sache. In was für einer kranken Welt wir leben, ne? Geht's dir gut und erzählst du den Leuten, was du alles hast, wie gut es dir geht, werden sie dich hassen. Die meisten werden Nerven auf dich haben. Die werden das gar nicht mögen, dass es dir gut geht und dass du, ja, auch wenn es materielle Dinge sind, die Leute mögen dich dafür einfach nicht. Punkt aus Ende. Die reden Scheiß über dich, egal wo sie sitzen, auch wenn fremde Leute dabei sind, auch die Leute, die dich kennen. Die Leute labern Scheiß über dich. Ich rede jetzt nicht nur von uns Social-Media-Leuten, selbst an euch, so ganz normal, privat, die jetzt nicht bekannt sind. Wenn ihr gut seid, wenn ihr Sachen habt, dann mögen diese Leute in eurer Umgebung nicht. Die Leute mögen das, wenn ihr so im Durchschnitt so gleich seid oder sogar weniger habt, dann mögen die Leute euch. Weil dann kommen sie und tun auf einen auf Hosen Scheiße und erzählen euch, was richtig und was falsch ist. Aber wenn du ein bisschen über den Leuten bist, dann mögen die Leute dich nicht. Und so ist das leider. Und so wird es auch immer bleiben. Aber geht's dir dreckig? Wenn es euch nicht gut geht, dann freuen die Leute sich. Und die meisten, die kommen und die euch so einen auf, ja, klären wollen, ja, wie das Leben läuft, das sind genau die sich gerade darüber freuen, dass dir nicht gut geht. Ist meistens so. Ich hasse irgendwie Menschen. Aber ich liebe euch. Weil er gibt mir diese Plattform, sonst wäre ich immer noch gesperrt. Weil die freuen sich, wenn ich gesperrt bin. Die Zuschauer gehen bei denen, weißt du? Und die Supporter. Und die hätten sich am besten gefreut, dass ich gar keinen Account mehr kriege. Eine Frage. Ja, und beide.
Findest du, dass Ozan damals recht hatte? Ozan. Hatte damals Ozan recht oder würdest du... Mit was genau? Mit was genau? Ja, mit Momonius und die ganzen Sachen. Er hat hier mal, Ich bin dir ehrlich. Ich sage dir immer noch. Zwischen mir und Ozan ist Chere. Er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Ich habe mich nicht mehr bei denen gemeldet. Aber ich habe noch nie ein schlechtes Wort über ihn gesagt. Und ich glaube, der hat auch nie ein schlechtes Wort dann über mich gesagt. Ich habe einfach dann beendet und so, weißt du? Weil ich... Wir haben diese Matches gemacht und so. Wir waren alle vom Geld verblendet und so, weißt du? Wir haben Geld gesehen. Wir waren immer Rangliste, dies und das. Und natürlich dann stehe ich auf Mo. Wir standen alle auf Momo-Seite und so, ne? Wir dachten so, da ist er am besten, weißt du? Weil der kommt para. Und dann irgendwann hat sich ja, diese Eigenschaft habe ich niemals, aber ist auch okay. Ja, guck mal. Du ehrlich damit umgehst, ist gut. Ja, finde ich schön bei dir. Warum, was denkst du, warum ich mit dir immer so gut bin? Danke. Aber gut, dass du die Wahrheit sagst, Walla. Das ist stark, Walla. Respekt an dich, Bruder. Okay, jetzt kommen wir wieder mal zurück zu... Nicht nur. Wir kommen zum Hauptteil. Das Lustige lasse ich fürs Ende. Ich mag das so. Kommen wir zu Nebel. Nebel äußert sich zu Barello, Digga. Er gibt auf jeden Fall ein Statement ab, was wir uns jetzt reinziehen werden. Let's go in a window. Ich gehe ja davon aus, guck mal, ich, für mich war von vornherein klar, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe auch vor ein paar Wochen eine Story gepostet, wo ich auf gewisse Leute reagiert habe, die... im Live darüber diskutiert haben und gesagt haben, der ist ein Hafs und so, habe ich so eine Story auf doof gemacht und habe darüber gelacht, weil ich es ein bisschen lächerlich finde. Ist auch meine Meinung, man sollte Leute, die einen lieben und wenn man erst recht in der Öffentlichkeit steht und die Person sehr beliebt bei vielen Leuten ist, sollte man nicht verarschen, erst recht nicht mit so einem Vorwurf. Okay, das ist meine Einstellung dazu und das kann jeder für sich empfinden, wie er möchte. Um auf das Thema zurückzukommen, ich als Freund bin meinen Verpflichtungen nachgegangen, auch wenn unsere Wege sich getrennt haben. Ich habe seine Schwester geschrieben und ich habe einen gemeinsamen Freund von uns geschrieben und habe gefragt, ob alles okay ist, ob man irgendwie helfen kann. Weil in so einer Situation, wenn man Scheiß am Stecken hat, dann wünscht man sich natürlich Leute, mit denen man eng ist oder war, dass die für einen da sind. Und das war das, was ich dazu sagen soll. Weil das ist so ein absurdes Thema. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, es ist zwar ein sehr dummes Beispiel, aber meine Freunde kommen morgen in die Öffentlichkeit oder wer auch immer und fängt auf einmal an, Gerüchte über mich zu erzählen. Der Nebel ist tot, okay? Und ihr hört zwei Wochen lang nichts von mir und ich komme jetzt live und sage, ey, voll die falschen Freunde, keiner hat sich gemeldet. Die haben erfahren, dass ich tot bin und keiner meldet sich. Ist das nicht ein bisschen lächerlich so? Versteht ihr, was ich meine? Ja gut, ich weiß schon, was er meint, aber ich meine, Knast oder Abschiebe, ihm hat ja so eine Abschiebung gedroht, ne? Abschiebedrohung und Knast und Tod, das sind zwei verschiedene Schuhe auf jeden Fall. Weil man, also, Knast ist was anderes, da kannst du dich über das Handy nicht melden. Und Abschiebedrohung ist, da kann man sich schon melden. Und Tod ist was ganz anderes, Bruder. Also. Deswegen, das ist einfach für mich ein sehr, sehr ekliges Thema. Ich lasse die Kommentare an, da können die Leute gerne was dazu schreiben. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Ich finde es einfach nur schade und traurig, weil wir haben echt eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander gehabt und das, was ich für ihn gemacht habe, würde ich jederzeit wieder tun. Und ich stehe immer noch zu allem, was ich gesagt habe. Und dass man sich dann hier hinsetzt und sagt, der hat eine 2 Euro für eine Fanta verlangt. Ich will nicht aufzählen, was ich alles getan habe. Weil wenn man was macht, sollte man es vom Herzen tun. Aber alleine, was ihr mitbekommen habt, zum Beispiel, ich sitze zu Hause, der ist im Hotel nebenan. Und der sagt mir um 3 Uhr morgens, ich habe Hunger. Ich bin der Erste, der aufsteht, den Essen bringt. Ich mache das nicht, weil er Barello ist, sondern ich mache das, weil er ein Freund von mir ist. Ich würde das für jeden Freund von mir machen. Und das wissen alle meine Freunde. Und dass man sich dann hier hinsetzt im Nachhinein und dann behauptet, ich würde eine 2 Euro für eine Fanta verlangen. Oder dass man mit Leuten live geht und extra meinen Namen erwähnt, um zu provozieren, dass ich beleidigt werde, finde ich sehr, sehr traurig. Ich finde das echt sehr, sehr traurig. Das macht man nicht und... Ja, ab heute 2 Euro Gang und ja, wenn ihr noch gern was schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Jetzt kommt eine Szene, wo Nebel Barellos echten Namen verrät. Ich hab immer gedacht, der heißt Barello. Jetzt bin ich gespannt, Leute.
Nebil Farid aus Versehen Barellos echten Namen. Darauf wurde nicht reagiert. Was? Wie heißt die Schwester auf TikTok? Ja, hier. Damit ihr auch das Ganze sieht und... Das war am 26. Oktober. Hallo, ich weiß nicht, ob das stimmt oder fake ist mit Roy. Aber falls ja und ich irgendwie helfen kann mit Anwalt oder so, sag Bescheid. Was? Barello heißt Roy? Hallo, ich weiß nicht, ob das stimmt oder fake ist mit Roy, aber falls ja und ich irgendwie helfen kann mit Anwalt oder so, sag gerne Bescheid. Okay? Das heißt, ich als Freund... Wer ist Roy? Oder als Ex-Freund oder was auch. Oder ist das nur eine Abkürzung? Auf jeden Fall steht da in den Kommentaren, Raffet ist sein richtiger Name. Barello heißt Raffet? Es glauben. Und dann fangen an, irgendwelche Lügen, die verbreitet werden, die nicht korrekt sind. Und das ist das, was ich schade finde, so, weißt du? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich finde, man sollte sowas immer privat klären und nicht in irgendwelchen Lives. Es gibt ja nichts. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja nichts, was man privat klären sollte. Verstehst du? Und deswegen verstehe ich diesen Sinneswandel nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, normalerweise hätte Barello einfach dieses Thema zumachen sollen und seinen Weg gehen sollen. Du bist sowieso deinen Weg gegangen. Ja. Yeah. Das wäre so, was ich gemacht hätte. Wallah, ich sehe diesen Ferrat Dubai zum ersten Mal, sonst sehe ich immer seinen Ausblick, wenn die live sind. Hätte. Okay. Und natürlich privat geredet. Ja. Yeah. Ich frage, keine Ahnung. Ich will mich auch da nicht reinmischen. Ich habe das heute 100 Mal Momo gesagt. Ich mische mich Bruder, da nicht rein. Oder ich habe das gestern mitbekommen. Ich habe gestern direkt Barello geschrieben. Ich habe arrogant, ich habe beiden geschrieben. Was willst du von meinen Eiern? Was willst du von mir? Leg dir was auf den Herzen, dann sag mir das. Barello sagt zu mir, ey, das war nicht meine Intention. Der andere sagt, ja, okay, lass uns treffen. Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, was ist das Ziel letztendlich? Du warst auch sehr lange nicht live. Wir haben auch sehr Bruder, genau aus dem Grund, bei Allah, genau aus dem Grund. Für was, Bruder? Das Problem ist, dass Barello so eine Einstellung hat, dass ihn nichts juckt. Ihm ist alles scheißegal, ihm ist jeder scheißegal. Und das ist Barellos Einstellung. Wir können diese, ich weiß nicht, narzisstisch ihn nennen, egoistisch, aber diesem Jungen geht's wirklich hauptsächlich nur um sich selbst bei diesen Lives. Ist einfach so. Das ist die Öffentlichkeit, Digga. Für was soll ich meine Nerven ficken? Mein Leben geht ganz normal weiter. Alhamdulillah, mir geht's nicht schlecht so. Und dann kommt so eine Scheiße, Bruder. Und dann kommen so irgendwelche Unwahrheiten. Deswegen, Bruder, ich bin immer so, ich halte mich generell aus dieser Sache raus, damit nicht so Sachen und Geschichten und keine Ahnung was passieren. Aber ich habe doch auch, bin ich jemals hier reingekommen und ich habe auch nicht gesehen, dass du geschossen hast oder irgendwie. Ich habe keine Videos von dir gesehen. Auch kein Live in letzter Zeit. Deswegen? Bruder, du wirst sehen, nächste Woche, der ist wieder mit dem gut, der ist mit dem verstritten. Und dann kommt das der nächste. Sollen die ja alle unter sich, können die ja gerne machen, so. Das ist ja gar kein Problem. Muss ja jeder für sich wissen, mit wem er gut ist, mit wem er nicht. Aber, Bruder, sich hier hinsetzen und, keine Ahnung. Ja, oder, ich weiß nicht, ja, Nebil. Einerseits, ist scheiße, aber du kennst Barello. Also Barello hat wirklich im Live gesagt, zu dem werden wir auch noch kommen, dass Nebil ihn gesteuert hätte. Das hat Barello behauptet. Ob stimmt, keine Ahnung. Und das hören wir uns jetzt von Nebil an. Oder bei dem weißt du nie. Ja, das ist ja auch alles. Habe ich dich jemals angerufen und habe gesagt, ey Ferhat, guck mal, gestern, ich hätte dich auch anrufen können. Ich weiß, was du Einfluss auf sein Account hast. Habe ich dich angerufen und habe gesagt, ey, meinst du nicht, kannst du ihn sperren oder dies oder das? Das interessiert mich nicht. Bei Allah, ich bin der Letzte. Ich gönne jedem. Jeder soll sein Brot machen, jeder soll machen, was er möchte. Aber bitte setz dich nicht hin und rede schlecht über mich. Und dann noch unberechtigt, Bruder. Verstehst du? Und das ist nicht korrekt. Wenn ich einen Fehler mache, ich sehe meinen Fehler ein. Aber ich habe absolut keinen Fehler gemacht. Ja, Wunder, Leute, ich habe Nebil kennengelernt. Wir sind privat sehr, sehr gut. Ich mag den als Mensch. Ich habe auch noch nie was Falsches von denen gesehen. Wir waren viel unterwegs, wir haben viel gelacht und das wird auch immer so bleiben, egal wer was über Nebil sagt. Urteilt nicht, ohne diese Person persönlich zu kennen, sondern nur von diesen Videos von live, wo Leute sagen, der hat das oder dies gemacht.
letztendlich wisst ihr nicht wirklich, was diese Geschichte dahinter war. Aber gib zu, ab und zu hat ein Zwanni bei dir gefehlt. Aber das ist wohl. Ich hatte so ein bisschen Geld in dieser Handschuhfarbe. Ja, ab und zu, das ist aber so, das ist eine Sucht. Nein, Spaß beiseite. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, also. Ich habe euch nie gefragt, Leute. Ich meine, ich frage euch immer wieder viele Sachen und ihr ballert es auch in die Kommentare, dafür küsse ich eure Herzen. Was halten wir? Also was haltet ihr alle vom Barello? Ballert's mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ja, beruht auf Gegenseitigkeit, Ferrat, oder? Du weißt, auch wenn wir mal ein, zwei Monate keinen Kontakt haben. Wie bitte? Nein, nein, Bruder, ich stehe mal zu meinem Wort, auch egal, ob wir ein Jahr keinen Kontakt haben oder zwei, drei Tage nicht. Sobald du deinen Pass hast, meine Einladung steht immer noch nach Dubai. Das ist der erste Flug, den ich in Schala mache. Dankeschön, mein Bruder. Dankeschön. Wir müssen dann davor so ein riesiges Safe anschaffen, den man nicht wegtragen kann. Oder tu alles weg. Oder lass uns einfach im Hotel treffen oder so. Ich zahle die Hotels. Ich habe wieder meinen Namen unten gelesen. Einer schreibt nur Pumping. Zimmer, Bruder, kein Problem. Alter, ja, solche Sachen. Es ist einfach nur schade. Es ist schade, dass es so weit gekommen ist, dass man sich hier hinsetzen muss. Bruder, man war alles cool. Jeder war mit jedem cool. Weißt du was, man, da hat es Spaß gemacht, aber so, man verliert auch die Lust auf TikTok. Der wird gesperrt. Das passiert. Der hat mit den Kopfschmerzen. Weißt du, was das Problem ist? Mittlerweile bin ich mit allen gut und jeder schreibt mir von rechts und links. Ja, hey, Bruder, so, kannst du den sperren? Hey, nein, kannst du Bruder, die Leute irgendwann musst du alles aufdecken, Ferrat. Alles offenlegen, Leute. Hier, fickt euch alle. Ihr habt mich geknallt. Nein, nein, ich habe auch gesagt, ich helfe keinem mehr mit Entsperren und solche Geschichten. Sperren habe ich nie gemacht, weil ich spiele nicht mit Brot anderer Leute. Außer jemand geht auf meine Familie oder Mutter oder sowas, das ist was anderes. Und so ist das. Okay, also Ferrat Dubai ist derjenige, der Accounts sperren kann und entsperren kann. Ich frage mich immer noch bis heute, warum ich diese Nachricht bekommen habe. Von der Freundin von mir, die geschrieben hat, ob ich da helfen kann. Deswegen check ich es nicht. Oder es gibt so viele Leute, die viel schlimmer gegen mich geschossen haben. Und die ich auch, vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass die gesperrt werden. Aber ich bin nie, dass ich mich hinsetze. Und nein, Bruder, du hast auch noch nie gemeldet. Noch nie. Wallah, ich habe noch nie erlebt. Nebil hat gesagt, Ferrat, ich bin hier, mach mal. Was? Wallah, selbst wenn ich gesperrt wäre, das ist so uninteressant für mich. Das ist nicht mein Leben, dass ich ohne nicht kann oder so. Und es ist halt nur schade, es ist einfach... Du musst einfach in Zukunft, egal wie gut du mit wem befreundet bist, musst du diese reale Leben von TikTok trennen können. Weißt du, was ich meine? Guck mal, Momo ist sauer auf mich. Ich kann den auch verstehen, Bruder. Aber soll ich jetzt hingehen mit Arafat und Barello jetzt Streit machen, weil ich gut mit dem bin? Das geht auch nein, nicht. Nein, Bruder, sich in Sachen einmischen. Guck mal, wenn zwei sich streiten... Weißt du, wann mich aufregen würde, wenn zum Beispiel jetzt der Barello hingeht oder Arafat auf Mutter, auf Familie, auf Schwester, auf Kind geht. Das ist was anderes, Bruder, weil da hört TikTok und Video und Spaß und Hate und Hass auf. Mhm. Aber aus allem anderen, Bruder, das ist so, das ist nicht reale Leben. Bruder, du hast selber Leute eingesetzt und bis am Ende stehst schlecht da. Das Einzige, was du machen kannst, ist zwischen beiden eventuell Khair machen, wenn beide nicht wollen und die, ja nee, das ist immer so, wenn du Partei ergreifst. Wallah, Nebil, die ganze Woche habe ich 10-mal versucht, Momo reinzuholen, wenn ich mit Barello am Telefonieren war, dann ich versuche Barello reinzuholen und der schreibt mir dann, hol mich nicht rein, wenn du mit denen telefonierst. Da hat der Wallah wie Kindergarten geworden, ja? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber Bruder, ich verstehe Momo, ich bin dir ehrlich. Der macht seine Livestreams ganz normal, dies, das, der erwähnt keinen, Bruder. Auf einmal wird hart gegen den geschossen, Bruder. Ist ja auch nicht korrekt. Ich würde mich auch abfangen. Bruder, ich lach wegen Engels Gesicht. Der kommt hier rein, fragt immer, wo meine 20 Euro geblieben sind. Nee, was hat er? Wo er geklaut hat. Wei, Engel. Nein, Bruder, ich kann Momo auch verstehen, weißt du, was ich meine? Weil manche Leute erzählen dann einfach Sachen, die auch nicht stimmen. Und das fuckt ab, weißt du? Du siehst so Videos über dich auf der For You, Sachen, die nicht das stimmen. Ist ja. Lügen, ne? Und Bruder, abgesehen davon, dass ich nicht sehe, Bruder. Meine Familie sieht das. Verstehst du? Eben das. Ja, nee, für mich, wenn ich alleine für mich leben würde, ich würde einen Fick drauf gehen, ich würde mich hier hinsetzen, ich würde auf alle gehen, juckt mich nicht, Bruder. Aber solange das Einfluss auf meine Familie hat, Bruder, das trifft mich natürlich, Mann.
Und das will keiner auf sich sitzen lassen. Und egal, wer was sagt, hier, ich liebe Momo, ich stehe hinter denen, egal, was eine Meinung ihr zu ihnen habt, der Junge macht nichts Falsches, lasst den Jungen seine Sachen machen, alles andere ist uninteressant für mich. Voilà. Aber, Neville, du verstehst mich, ne? Weißt du, wo du mit Momo Beef hattest? Also so yeah. Streit? Da yeah. waren wir trotzdem gut, obwohl du mit Momo Streit hattest, ich war mit Momo gut. Man streitet sich. Guck mal, hättest du jetzt Partei ergriffen in dem Punkt? Wisst ihr, wie lange Nebel und Momo schon gut miteinander sind? Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich daran erinnert, dieser Beef mit Khan Yavi und Momo News. Da, wo Khan in Frankfurt hier war, da hat sich doch Nebel auch eingemischt und Khan so kurz mal angepackt gehabt. Digga, wie lange ist das her, Digga? Boah, das war damals YouTube-Zeit. Und wir vertragen uns dann. Bist du das Arschloch am Ende? Verstehst du? Ja, genau das ist der Punkt. Und das ist auch der Grund, warum ich da raushalte. Ich helfe trotzdem jedem weiterhin. Und wie gesagt, so ist das. Ach ja, ja. Das ist das Thema, letztendlich. Ich brauche 700 Follower, da kann ich live Pro machen. Ja, wie viele Follower kann man live Pro machen? 100.000. Ab 100.000 Follower? Ja, waren auf 100.000, ja. Und dann, was ist der Unterschied zwischen Live und Live Pro? Oder Live Pro ist, du wirst immer angezeigt, dein Follower, wenn du live gehst und sowas. Kann ich das auch einstellen jetzt? Nein, Bruder, dafür musst du Kontakt haben. Aber darüber reden wir privat. Ja, aber du gesagt hast, ab 100.000, weil. Ja. Ja, ab 100.000 geht das. Ja gut. Wir können auf blau haken. Ich hab schon gesehen, Bruder, du verteilst Accounts wie Bonbons, ne? Ich komme mir alles wegen Barello, wallah. Ich hatte so ein normales, ruhiges Leben. Mittlerweile, ich komme mir vor wie so ein Mitarbeiter. Ja, wallah, seh, da Account, aber okay. Bruder, wer ist Adam? Warum schreiben alle Adam bei mir rein? Mach mir mal auch... Bruder Engels, ich glaube, du bist der Letzte auf diesem ganzen Planeten, den TikTok diesem Live-Pro geben würde. Engel ist einfach der Letzte, der Live-Pro kriegen würde auf dieser Erde. Wer ist Adam? Engel auf die Eins, Digga. Bruder, das weiß ich nicht, wen du meinst. Weil alles, einer schreibt Adam will, Adam hat dich beleidigt, Adam. Nein. Die denken, du heißt Adam. Scheiße, Nebel, wie ich heiße Adam? Wir haben uns hier Nebel angehört, das ist jetzt ein bisschen die falsche Reihenfolge, aber ich küsse eure Herzen, hören wir uns mal an, was Barello dazu sagt, über Nebel. Thema, weil du, zum Thema Nebel und so, ne, weil viele Leute und so früher, wo ich mich mit Arafat aus Versehen, ne, weil ich bin ein Mensch, wenn ich mit jemandem chille, ab du danke, ich kann schnell manipuliert werden und so, ne, ich war mit Nebel und so, und das hat, Wallah, ich sage immer noch an Papa Ari, dass es mir leid tut, dass ich sogar lügen musste. Wallah, ich musste sogar Sachen lügen, bei Allah, die gar nicht stimmen. Und das tut mir immer noch weh und ich weiß, auch wenn Arafat mir verzeiht, auch wenn Papa Ari mir verzeiht, ich kann mir selber nicht verzeihen, weil ich habe Lügen auf die Welt gesetzt, wo er gesagt hat, schwör auf Allah, ich habe sogar dabei auf Allah geschworen, ne? Möge Allah mir verzeihen und so. Sachen, die gar nicht... Hat Nabil dir das beigebracht? Guck mal, ich bin dir ehrlich, ich wurde gesteuert. Boah. Okay. Also es geht eigentlich um die... Boah, und wenn Barello Roy, was ein Zinkerlan. Das ist nicht korrekt, Digga. Das ist nicht korrekt. Sage ich euch, wie es ist. Die haben alle mal zusammen von einem Teller aus gegessen. Pizza. Um was? Oder um die Pizza. Nicht nur diese. Alles, was ich gesagt habe, da, ich wurde gesteuert und ich musste lügen. Wallah, ich musste lügen. Wallah, Papa Ari ist der King, ich schwör auf alles. Soll ich ehrlich sagen? Ich musste sogar nichts sagen. Ehrlich jetzt? Ich schwöre. Oh mein Gott, er sagt gerade, diese Pizza-Geschichte 3049 ist gelogen. Er musste gar nichts bezahlen. So kenne ich auch Arafat, Wallah. Also er ist so gutherzig, Bruder, dass er seine Gäste lieberin behandelt. So kenne ich das. Leute, was los hier? Los, Leute, besieg mal Barello, Wallah, was los? Und... Das ist ja die Sache aller Sachen und so, weißt du, die, nur damit ich mit Bushido gut werde. Was bringt mir ein Bushido, dieser Chero? Und jeder, der hinter Bushido steht, ist genauso ein Chero. Was sagst du dazu? Aber die spielen voll oft Bushido-Songs immer ab und feiern es voll.
Also ich würde nicht mit einem Zinker rumlaufen. Ich auch nicht. Was macht denn Barello gerade, ne? Der Menschen verarscht. Aber für mich, Bruder, ist das auch irgendwo ein... Schon heftig, ne? Weil er war echt gut mit Nebel, deswegen finde ich das so krass gerade. Wir swipen immer so hin und her, ne? Okay, und ich erfahre, du bist im Knast. Was bringt mir das, wenn ich dir schreibe? Ja, gar nichts. Verstehst du, was ich gesagt habe? Ich schreibe doch lieber jemanden aus deiner Familie und frag, ob alles okay ist oder nicht. Aber Wallah, Nebel, du warst für den da, muss man wirklich sagen, Wallah. Und das trifft mich umso mehr, dass man sich hinsetzt und gegen mich stichelt und so Unwahrheiten rauslässt. Das tut mir weh. Verstehst du, was ich meine? Aber Bruder, das lädt sich schon wieder. Der hat nichts Schlimmes über dich gesagt. Wallah, guck mal, lass dich auch nicht mal. Ja. Arrogante kann man nicht sauer sein. Für mich, der Junge ist entschuldigt. Der ist wie Engelsgesicht. Sag ich offen und ehrlich. Ja. Okay? Ja. Aber das mal extra mit Arrogante, das ist ja bewusst. Was sagst du zu Nebil? Verstehst du, was ich meine? Das, was er nicht aussprechen möchte, das lässt der andere machen. Und das ist nicht korrekt mir gegenüber. Ja, Bruder, hast du schon mal versucht, mit dem Privater drüber zu telefonieren? Ich habe ihn gestern geschrieben. Ich so, was willst du von mir? Was ist los? Er sagt, ist nicht meine Intention. Und heute macht er dasselbe, Bruder. Vielleicht ist das nur einfach so just for fun, Habib. Du weißt doch. Man spielt doch mit meinem Ruf, Bruder. Ist doch nicht korrekt. Aber Bruder, ich kann es verstehen, wenn du sagst, guck mal, Wallah, das verstehst du 100%. Wenn du sagst, guck mal, ich habe ein 9-jähriges Kind und der wächst auf und der kriegt das dann hinterher mit. Wallah, das verstehe ich, Habib, Wallah. Da bin ich 100% bei dir, bei Allah, Bruder. Aber Yahya, Bruder, sich hinzusetzen und behaupten, ich habe von der Moschee eine Kasse, Bruder, das sind Sünden, Bruder. Allahu Akbar, Bruder. Guck mal, Bruder. Anfang fand ich es auch lustig so. Ich bin einer, man kann mit mir Spaß machen. Aber Bruder, irgendwann hört jeder Spaß auf, Mann. Und es ist auch kein Spaß mehr, Bruder. Boah, es gibt so viele schlechte Ereignisse im Leben, die gerade passieren, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Und die Leute setzen sich hin und verbreiten irgendwelche Unwahrheiten und lenken die Leute automatisch vom Wesentlichen ab, was auf dieser Welt passiert. Und das ist das, was mich traurig macht. Bruder, ich sollte für alle so eine uninteressante Person sein, für jeden, alle, die auf TikTok sein, sollten uninteressant. Es sterben so viele Kinder jeden Tag, Bruder. Und die beschäftigen sich damit und verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was mich traurig macht, Bruder. Nutzt doch eure Reichweite. Mach doch was Positives, versuch doch was an dieser Welt zu ändern. Yani Wallah, ich sag ganz wirklich, Nebin, Barello hat seine Reichweite genutzt und guck mal, wo der gelandet ist, Bruder. Bruder, guck mal, es gibt zwei Arten von Sachen, wie du das den Leuten beibringen kannst. Du kannst negativ, Yani Bruder, wir sind, das sieht so aus, als wären wir Muslime die Schlechten, Bruder. Das hätten wir irgendwas Böses in uns, Bruder. Das ist aber nicht so, verstehst du? Du sollst die Leute. Also ich kann euch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, wie gerade Nebil ist oder nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber eins muss ich sagen, Nebil kann gut reden, ne? Das muss man ehrlich sagen. Leute mit positiven Sachen aufwecken. Nicht zu. Wenn er vom Charakter her so ist, wie er redet, dann ist er wirklich gerade. Ich kenne ihn aber nicht, deswegen kann ich nicht urteilen. Schlechtem verleiten. Damit die Leute auch mit dem Finger auf einen zeigen. Ja, Wallah, das ist schon echt. Obwohl ich dich sehr lange kenne, Nabil, Wallah, du bist gar nicht so ein Mensch, nein, Wallah, nein. Was soll ich dir sagen, Yahya? Was soll ich dir sagen, Wallah? Wallah, Bruder, Hilfe, guck mal, der ist doch jung, der geht das vielleicht anders um. Bruder, Wallah, das ist... Ich wollte nur kurz was sagen. Moscheekasse hat nicht gereicht und jetzt hast du noch heute seine Mütze geklaut. Schäm dich, Bruder, schäm dich. Na, ich komm später, mein Bruder. Pass auf, beim Reden muss das deine Zähne rausfallen, Engel. Kinkafer. Ding, Alter. Der ist durch, Bruder, Wallah, der ist durch. Ich weiß. Bruder, das ist, guck mal, ein Engel kannst du nicht böse sein, egal was er sagt. So, das ist so. Bruder, ich sag dir wirklich, wenn ein Engel mich 24 Stunden hier beleidigt, ich würde darüber lachen. Wallah, billah. Wisst ihr, wie oft ich mich mit Engel treffen wollte? Weil ich ihn unbedingt in ein Tinder-Video haben wollte. Er weiß das selber. Wenn wir uns irgendwie auf Internet begegnen, schreibt er mir, schick Nummer, ich sag, schick Nummer. Und ich kann, das wird auf jeden Fall noch zustande kommen, dass ein Tinder-Video mit Engel sein wird. Leute, ich kann euch sagen, das wird Abriss. 100%. Ja, wie gesagt, also keine Ahnung. Okay, wir haben uns jetzt Engel genug angehört. Wir gehen jetzt mal rüber auf Arafat, Arrogante und Barello. Roy.
was mit Harun passiert ist? Was denn? Er chillt einfach in Hamburg, als wäre was Normales, als hätte keiner ihn. Er weiß nicht, was mit ihm passiert. Was passiert? Ja, also ganz ehrlich, das ist ein sensibles Thema. Also ich würde. Was ist denn doch, wenn du Anrufe gekriegt hast und so? Du weißt doch. Weil er war arrogante, ich schaue auf alles, ich habe ihn gestoppt und so. Er hat gesagt, größte Maske raus, Essen arrogant und so. Ich habe gesagt, redest nur einmal über ihn, ich werde nie wieder mit dir was zu tun haben. Ja, okay, das muss, dann musst du das ja nicht wiederholen. Für mich ist das ein kleines Kind. Ja, Respekt. Ja, Mahmoud, lass. Wisst ihr, was ich immer krass finde? Arrogante Pate lässt sich niemals verarschen von Barellos Fitner, Digga. Er weiß immer genau, wie er antwortet. Lass dich nicht auf ihn ein. Insta. Ich weiß, Walla. Walla, ich hab dein umgestoßen. Au! Oh, mein Herz. Alhamdulillah. Sag erstmal Alhamdulillah. Ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Falls du drauf gehst. La ilaha illallah, Bruder. Oh. Fast aufgewacht, Alter. Ja, Jin hat das gemacht, weil du mir Unheil, weil du wolltest Fitner machen. Du hast gerade Unheil gestiftet. Alter, ey, mach das riskant. Mit 340 km/h war das. Alter. Vielen Dank. Warum machst du die ganze Zeit so, Barilo? Der sagt 340 km/h. Ich musste gerade an was denken. Ey, Leute. Mann, ich weiß nicht, mit wie viel km/h man niesen tut, aber man tut mit einem gewissen km/h niesen. Und es soll wirklich krass schnell sein. Und ich habe das damals so als Kind, Jugendlicher mitbekommen, dass man keine Ahnung mit wie viel km/h niesen tut. Und ich musste niesen. Burak, mein alter Kameramann, stand da. Und ich renn so schnell dahin, ne? Und er stand da so. Ich so, warte. Und musste so niesen. Und während dem Niesen habe ich einen Schlag gemacht, weil ich sehen wollte, ob das wirklich so schnell ist. Ey Leute, glaubt ihr mir, wie das danach eskaliert ist? Weil das wirklich schnell war. Mach das auf jeden Fall nicht. Und gleichzeitig schlagen. Oh mein Gott. Bruce Lee, Digga. Leute. Attacke. Barello nimmt keine Drohung. Nein, ich nehme nichts. Wallah. Hast du uns eben hören können, als du auf Pause warst, am Arafat? Alhamdulillah. Gar nicht. Warum? Nein. Wallah, Ali. Bruder, ich kann sowas nicht machen. Aber ich muss die Wahrheit sagen. Arafat äußert sich meistens nie über solche Themen oder Personen aus. Ist auch schlau meistens, was er macht. Ich will uns auf jeden Fall eine Sache reinziehen lassen. Ja, das dürfen wir nicht verpassen, Habibis. The one and only, Digga. Passt auf jetzt. Ihr wisst, wer jetzt kommt. Ja, irgendwie tut mir das gerade weh, Mann. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Rede doch richtig. Ich habe kein Wort verstanden. Jetzt ist es raus. Wir gucken, wo dieser Hose kommt, die Krusa. Da muss schmal sein, oben. Wisst ihr, wer das ist, der da gerade redet? Das ist Coach Shrinky auf AliExpress, Digga. Breit sein, unten auch breit sein. Wie das kann schaffen? Wir kaufen keinen Teppich. Ich hab, Bruder, mit, bitte, kannst du die Pizza vorher schneiden? Junge, ja, das Normale habe ich gefragt. Wirklich, Junge, ja. Und bitte, kann jemand übersetzen? Ja, ich kann übersetzen. Also ich kann, warte, ich sag so, dass er das versteht. Also, offiziell, hör zu. Mach du Cody Step, Rudermaschine. Offiziell kaputt. Okay, warte. Also, du meinst, wie kriegst du deinen Rücken so breit wie oben? Nein, die Rücken muss... Oh mein Gott, Leute, schaut mal, Baba Eier 22 ist hier drin. Wisst ihr noch, wie witzig diese Unterhaltung war? Diese Konstellation zwischen ihm und J-Love, Digga, oh mein Gott, wie oft, wie gern hätte ich das, dass die beiden jeden Tag, jeden Abend live sind. Schmal sein. Unten breit sein, die Hose ohne Gurka muss halten. Unten nicht breit, unten schmal, oben breit. Warum sagt der Gurke? Unten auch. Ich habe ihn verstanden. Er möchte einfach nur sagen, dass er an den Beinen zunehmen möchte. Beine trainieren, Junge. Weil er will, dass die Hose ohne Gürtel hält. Gut, die eine schmale Taille ist genetikbedingt, ne? Hose ohne Gurt. Aber was, wenn du eine große Hose anhast? Ich verstehe das nicht. Nein, Hose ohne Gürtel da bleiben muss. Nein, in Deutschland musst du einen Gürtel anziehen und Hose muss oben bleiben. Weiß nicht, was moderner jetzt zu sein. Junge, ja. Kannst du das beantworten, bitte, für mich? Leute, hat mich gefragt. Ich brauche 20 Minuten, um deine Frage zu verstehen. Ey, Geier.
Geier, ich sag dir eins, du brauchst so einen rosa Anzug, so von Power Rangers. Ey, Wallah, dieser Baba Eier, Digga, der ist die neue Unterhaltung, ich sag's euch. Weiß der Geier oder weiß der nicht? Adler? Ja, bitte? Ich hoffe, du warst mit der Beratung zufrieden. Hast du nicht Beratung gegeben? Warte mal, kann hier also ein Herzchen rein? Ist hier jemand Afghan und kann gut Deutsch? Kann jemand übersetzen? Mein christlicher Bruder, was ist los mit dir? Hallo. Ah, hallo. Reezy, bist du das? Ja. Okay, also, Reezy ist 51, hat aber die Stimme eines 12-Jährigen, das ist eine Krankheit. Wie kommst du mit der Krankheit zurecht? Super. Okay, hast du eine kleine Frage, du Pups? Nee, ich wollte dir danken wegen letztes Mal, wegen den Coins. Also, ich hab... Bitte schön. Oh, ich seh, Sinan G kommt. Ganz schnell raus. Ganz schnell. Wie mir das Beste. Sinan G kommt. Raus. Yamu? Hallo. Bist du meine Yamu? Haben wir uns auf Instagram, haben wir uns immer geschrieben, ne? Also kurz mal, ja. Habe ich dich blockiert? Mal, ja. Und auch hier? Ja. Ja, dann raus mit dir. Warum? Raus, ich will nichts mit dir zu tun haben. Raus. Hast du nie gekriegt, Junge, ja. Ja, ich bin nicht so wie du. Ich bin nicht so wie du, Adler. Ja. Nein, ich habe keines zu tun mit Frauen, ich schwöre. Ja. Ich sehe alles. Ja. Hör auf damit. Was ein Name, ne? Offiziell Adler. Hör auf damit. Was ein Vogel, ey. Letztes Mal kommst du im Stream rein mit einer Ollen, ja? Nein, ich habe auch keine Zeit. Offiziell sei ruhig, Mann, ja. Du würdest sogar die Giraffe nehmen. Bitte hör auf damit. Und es ist schön. Ich habe mich geändert in Afghanistan gegangen. Genau, ja, ist klar. So. Ja, das ist nicht normal. Und das ist die Wahrheit. Nur du und ich wissen das. Ja, und deswegen kannst du nicht schlafen. Deswegen schwitzt du. Statt bei deinen Kindern zu sein, bist du hier. Ja, mit 1000 fremden Leuten. Okay? Der Scheitan in Person. Woher kommt diese Szene jetzt? Ja, Bruder. Er kennt die Wahrheit, du kennst die Wahrheit. Ohne Obdachlose würdest du niemals da sitzen. Geh raus, Bruder. Hier, Bruder. Diese zu viel, Bruder, Wallah. Ja, wir sehen uns. Bruder, ich kann ihn nicht raus, Mann. Nur diesen raus nachholen. Hast du Eier? Komm! Ist das neu, die Szene? Sieht so aus, ne? Krass, Digga. Wallah, ey, die Coach Ranky und diese Adler müssen öfters live gehen. Ich sag's euch so, wie es ist, Digga. Das ist pure Unterhaltung, ohne Spaß. Wir lachen uns jetzt eine Runde tot. Schaut bis zum Ende. Ja, bisschen lauter. Okay, was ich kaufen zum Essen? Was hast du, Kopfhörer? Hier, diese Sache, hier. Amonaskoyum, was, Digga? Was ist für dich Kommunikation? Hör zu, hast du Kopfhörer? Ja. Hast du Kopfhörer? Nein, Kopfhörer nicht draußen krieg. So, dann hier. Mach das Handy näher ran. Hey, hier, yes. Ja, okay, was ist dein Wunsch? Ich bin in den Laden, ich möchte kaufen die Sache zum Essen. Was ich kaufe, Junge, was willst du denn kaufen? Was willst du erreichen? Ich möchte kaufen zum Essen einfach, Junge, ja, das ist normal. Junge, ja, geh rein. Okay. Okay. Das. Was ist das? Ist es zu klein? Was ist das? Rede mit mir. Schokolade. In welchem Laden bist du? In welchem Land? Dresden City. Okay, welcher Laden? Der Afghanisch-Laden, hier. Amonaskoyum, was suchst du da? Ey, willst du mich verarschen? Raus. Raus. Unfassbar, in einem afghanischen Laden. Warum darf der Junge da nicht einkaufen? Bitte nochmal. Der sagt, was suchst du da, bitte? City. Okay, welcher Laden? Der Afghanisch-Laden, hier. Amonaskoyum, was suchst du da? Ey, willst du mich verarschen? Raus. Raus. Unfassbar in einem afghanischen Laden. Will der Typ Bio-Qualität. Digga, da gibt's nur Sprengstoff und Granaten. Ey, Coach. Stell deine Fitnessfrage, mein Lieber. Coachy, mein Bester.
Sag mir mal bitte, wie diese schwarze Paste heißt. Und dann gehe ich raus. Die schwarze Paste? Schwarze. Ja, diese schwarze Paste, die du Magomed gezeigt hast. Wie heißt Bruder, sie? Sag mir bitte den Namen. Erstmal die schwarze Paste in deiner Lunge wegmachen, du Braucher. Erstmal mach das mal weg. Dann ja, sag mir nur den Namen, bitte. Nein. Dann heißt es, ich hab dir den Tipp gegeben. Du trinkst ohne Alkohol. Du bist nur am Feiern. Du bist nur mit Frauen. Nur. Hä? Niemals! Du lügst! Coach, lüg nicht! Hör auf damit! Ich weiß das! Okay, hör zu! Nein! Dein Leben interessiert mich nicht! Raus! Raus! Sag mir, wie diese Paste heißt! Raus! Hey Leute, das ist Unterhaltung! Ich sag's euch, wie es ist, Digga! Das nenne ich Unterhaltung! Da! Okay. Moruk, wie witzig ist das ja! Wenn ihr Bock habt, es gibt einige Clips von den beiden, dass wir darauf reagieren, ballert's gerne in die Kommentare oder schreibt mir. Glocke aktivieren, Kommentar da lassen und ein Like. Ich küsse euer Herz. Danke.